Na gut, Leute, wir haben einiges vor, keine Zeit verschwenden. Los! Erstens mal, die Kamera ist neu, wie ihr vielleicht seht. Ich habe auch ein Objektiv drauf, was euch mein ganzes Zimmer jetzt zeigt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist überhaupt. Habe ich alles weggeräumt? Wenn ihr was seht, lasst es mich wissen. Warum habe ich mir die Kamera gekauft? Neben technischen Sachen, die euch nicht so interessieren werden, gefällt mir erstens mal einfach ihr Bild besser und ich kann jetzt auch das machen. Boah, schau, wie schnell ich meine Hand bewegen kann. Sie ist so langsam für euch. Ich habe aber nicht nur die Kamera gekauft, ich habe auch noch diese GoPro. Was ist hier los? Ich habe eine Kappe auf, kein Bandana. Das ist, weil ich einfach heute noch keine Zeit und Lust gehabt habe zu duschen. Warum bin ich überhaupt so im Stress? Warum rede ich so schnell? Was ist los? Ich bin nächste Woche leider in der Karibik. Also eigentlich, wenn ihr das Video seht, bin ich schon eine Woche in der Karibik. Das heißt, ich bin jetzt nicht in der Karibik, aber ich bin jetzt noch eine Woche in der Karibik. Falls ihr das 600 Abonnenten Special bis ganz am Schluss gesehen habt, dann werdet ihr wissen, was ich gesagt habe. Aber in der Zukunft möchte ich meinen Fokus eher auf die Reisevideos shiften. Und genau das mache ich jetzt. Kleiner Haken an der Sache ist, dass ich jetzt so viel Geld für die Kamera und für die GoPro und noch andere Sachen ausgegeben habe, dass ich mir keinen Laptop kaufen kann und ich mit meinem Laptop, den ich jetzt habe, nicht arbeiten kann. Der ist über 3 Jahre alt und er ist nicht dafür gemacht, dass ich da meine Videos damit schneiden kann. Deswegen wird es jetzt über eine Woche kein Video geben. Von dem Zeitpunkt an, wo ihr es schaut. Da ich, wenn ich zurückkomme, natürlich die Videos auch noch schneiden muss, bevor ich sie raushauen kann und euch zeigen kann. Also jetzt bin ich gerade in der Karibik und im Oktober bin ich dann auch noch 3 Wochen in Asien, um für uns coole Videos zu drehen. Nachteil daran, dass ich in letzter Zeit so beschäftigt war, ist, dass ich keine Zeit hatte, mir ein bisschen was über die Karibik zumindest anzuschauen und mich ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ein gewisser Herr hat sich bereit erklärt, uns ein paar wichtige, essentielle Knackpunkte und Informationen, Knackpunkte gibt gar keinen Sinn, über die Karibik zu übermitteln. Gesellen wir uns zu ihm. Okay, wow, ganz schön viele. Beeindruckend Souvenir. Von mir aus? Ja. Die kenne ich nur aus dem Zoo. Okay, danke mal Souvenir für die ersten Tipps. Ein Fachmann, muss ich feststellen. Ich fahre aber nach Curaçao. Hast du vielleicht Tipps speziell für Curaçao? Tic-Tac, das Slipper-Slack. Okay, und wie hört sich das an? Kumbay, mi nombre es Souvenir. Du überraschst mich immer wieder, Souvenir. In English, Queen London Bridge, no problem. Ah, danke, Souvenir, das war jetzt wirklich notwendig. Ich muss jetzt gehen, ich muss das Video fertig machen, okay? Wir sehen sich. So, dann habt ihr mich auch noch zahlreich nach Begrüßungen gefragt. Ich habe es noch ein bisschen herausgezögert und wollte einfach mal, dass ich ein paar ansammle, damit ich das jetzt auf einmal gesammelt erledigen kann. Falls euch die Begrüßungen nicht interessieren, dann bitte an diesen Punkt vorspulen. Echt schade, ich werde dich vermissen, aber wir starten jetzt. So. Schöne Grüße an den Reimelefant 4988, die super super Angelina, hey, cooler Name, ASL1 Hahn 61, Philipp Erdemski, Carmen 2005 Oscar, hallo Oscar, Levin Zeller, Nutkokoe, Nut Koko 10. Aitinja. Brahim Fresh. Ferhat. BFF 0
Charlize, 1, 2, 3. Hallo Luca. Hallo Bernan aus Bonn. Bonn? Ein Abonnenten aus Bonn haben wir. Also ein Abonnent. Das ist einfach das normale Wort. Dann noch schöne Grüße an die Scarlett Fricke. Crazy Name. Und an den Mars Oliver. Gut. Ich habe sicher wen vergessen. Wenn ich euch vergessen habe, bitte schreibt's mir. Ich werde wieder ein paar ansammeln und diesmal seid ihr fix dabei. Ich habe das System ein bisschen überarbeitet und kann jetzt durch meine Algorithmen eure Namen besser bemerken. Ich schreib's mir einfach auf und muss dann nicht im Nachhinein suchen. Und ja, Block weg. Nochmal, weil es mir jetzt in letzter Zeit ziemlich viel im Kopf ist. Danke für die 700, fast 700 Abonnenten. Ich finde diese Rate, mit der wir gerade wachsen, ist echt nicht schlecht. Wir machen da wirklich was gut, glaube ich. Deswegen ein ganz besonderes Danke an jeden, der seinen Freunden zeigt oder wem auch immer. Ihr seid ein wichtiger Grund, warum die Gang wächst. Apropos Gang. Ich habe einen Gangnamen für uns ausgesucht. Er kommt von Awful Zweitkanal. Und er tauft uns die Super Nation. Super Nation. I am too sexy for Milan. Wie findet ihr ihn? Findet ihr ihn so heftig? Findet ihr ihn cool? Lasst es mich wissen. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken, um wichtige Informationen zu finden und alles bei mir. Hinterlasst ein Like und abonniert, wenn ihr cooler als andere sein wollt. Teilt das Video, wenn ihr die Super Nation wachsen sehen wollt. Was ist los? Heute bin ich. So viel, so groß das Zimmer auf einmal, oder? Und ja, wir sehen sich beim. In einem halben Wochen ungefähr.